Hey ho und herzlich willkommen bei Zelda Twilight Princess. Wir sind schon mal zurück zum Hylia-See. Und wir machen jetzt mal einen Hechtsprung darunter. Denk mal, das ist die schnellste Abkürzung, die wir nehmen können. Wo ist denn der Tempel? Ich glaube, irgendwo da in diese Richtung hier. Na, Anlauf und runter. Da müssen wir runter. Mit dem neuen Zora-Gewand ist es natürlich kein Problem mehr. Schon extremst nice, dass wir hier unter Wasser tauchen können. Und auch so tief. Da schwimmen auch schon ein paar Zoras. Mal sehen. Hier ist auch schon einer. Ich würde dir die Wasserbomben für nur 90 Rubine überlassen. Wie wär's? Gut, dann lege ich dir die Bomben in deine Bombentasche. Ich nehme die natürlich sofort mit. So. Oh, hier ist noch ein Zora. Ah, wir wollen mit dir reden. Der Schrein ist zu einem Hort des Bösen geworden. Es ist sehr gefährlich hineinzugehen, deshalb nimm besser Abstand davon. Wir haben leider keine andere Wahl, wir müssen da rein. Einmal so rum. Denke mal, dann legen wir mal ein Bömmchen hin. Und gleich noch ein Bömmchen. Zwei Schaden ja nicht. Oh. Und schon ist der Schrein offen. So, dann mal hoch da. Nein, falsche Richtung. Die Steuerung in dem Gewand ist etwas schwierig. Na? Kommen wir da jetzt mal rein? Na? So, jetzt klappt das Ganze auch. Einfach mal geradeaus durch. Problem ist, wir können jetzt auch hier unter Wasser kein Schwert ziehen, oder? Doch, ich glaube, so könnten wir das. Unliebsamer Zeitgenosse, weg von uns. Wir wollen doch nur unsere Ruhe haben. Dass die gleich so rumstressen müssen am Anfang, das ist ja der Wahnsinn. Wir versuchen uns hier einfach mal durchzuschleichen, sage ich mal so. Hier müssen wir an der Stelle ohne Schuhe weiter. Oh, und von denen sollten wir uns nicht erwischen lassen. Hoch, bitte. Nach oben. Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich mein normales Gewand unter Wasser anziehe? Geht das überhaupt dann? Ah, dann treibe ich nach oben. Das ist schon mal nicht schlecht. Da sind wir auch schon im Inneren des Seeschreins. Erstmal raus hier. Ich nehme erstmal eine Milch. Gluck, gluck, gluck. So. Die Dinger hier können wir nämlich auch in so Flaschen füllen. Darum werde ich jetzt meine Milch austrinken.
und mir diesen, diesen hier gönnen. Rote Schleimgelee. Das füllt nämlich Herzen auf. Nein, bloß raus da, bevor uns die Quallen doch noch erwischen. Ein paar Rubine lassen wir uns natürlich auch nicht entgehen. So, die Frage ist, wie kommen wir jetzt da rein? Gute Frage, nächste Frage. Okay, so schon mal nicht. Hier ist ein Schalter. Ah, okay, der macht das Tor auf. Dann machen wir mal eine kleine Kehrtwende. Dann gehen wir mal rein, würde ich sagen. Oh. Ah, das war gefährlich. Ich schätze, du solltest zuerst die Stalaktiten runterholen, die da von der Decke hängen. Die sehen mir verdächtig locker aus. Und wenn du die nur ein ganz klein wenig anstößt, kommen die bestimmt sofort runter. Da hast du recht. Da hast du auf jeden Fall recht. Nö. Wie ging denn das? Ah, so. Genau. Wir können nämlich so Bombenpfeile machen. Oh, das war leider nichts. Ich glaube, da haben wir auch schon alle. Nein. Mit dir wollen wir uns gar nicht abgeben. So, jetzt müssen wir erstmal schauen, ob hier irgendwo noch Schätze sind. Hier schon mal nicht, hier auch nicht. Da hinten kommen wir noch nicht hoch. Hier ist noch ein Kübel. Oh, war nur ein Herz drin. Naja. Okay. Dann möchte ich erstmal hier hoch. Obwohl, nee, den da hinten hole ich mir auch noch. Bei uns sind sehr viele Rubine flöten gegangen, muss man sagen. Also in letzter Zeit zumindest. Da oben ist eine Kiste. Schauen wir uns die mal an. Jetzt 10 Wasserbomben. Wieder ein bisschen aufgefüllt. Das ist super. Und hier ist noch ein Kübel. Und natürlich springen wir wieder ganz runter. Muss die ja so kommen. Hätte ja auch nicht gereicht, einfach das eine Podest zu nehmen. Aber schöner Rand hier, das ist wie so ein Mosaik. So, dann gehen wir mal weiter. Oh, da ist schon einer. Ist das der Bewacher davon? Mal sehen, ob wir an dem vorbeikommen. Wir könnten natürlich auch mal versuchen mit unserem Bombenpfeil. Oh, das hat ihm den Rest gegeben. Da braucht er gar nicht mehr. So, wo sind wir denn hier? Mal sehen. Oh, hier ist Tante. Okay. Ah, das ist eine Brücke. Okay. Da brauchen wir einen kleinen Schlüssel dafür.
Ja gut, dann schauen wir uns erstmal unten um, würde ich sagen. Oben können wir noch nirgendwo rein. Hey, die Kamera backt gerade ein bisschen rum hier. Oh, jetzt geht's wieder. Weg mit dir. So. Hier könnten wir mal reinschauen. Okay, hier scheint es noch nicht weiter zu gehen. Entweder brauchen wir das Dungeon-Item oder wir müssen noch irgendwas machen davor. Sieht mir nach einer Art Windmühle aus oder Wassermühle oder irgendwie sowas. Oh, gehen wir mal hier lang. Hier sind auch noch zwei Krüge. Pfeile nehmen wir uns natürlich mit für unsere Bombenpfeile. Können wir immer gebrauchen. So. Hier können wir nach unten. Ist da unten irgendwas? Sieht nicht so aus. Ah, doch. Da ist eine Kiste. Ah, okay. Die Kiste ist aber ganz unten. Da kommen wir noch gar nicht hin. Aber ein paar Krüge sind da. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier hoch. Beziehungsweise wieder hoch. So, wo sind wir denn jetzt hergekommen? Hier sind wir reingesprungen. Und hier vorne ist nochmal ein Hebel. Weg mit dir. Eine Kiste. Und es sind ein paar Pfeile. Okay. Ah, da bewegt sich dann die Brücke schon. Dann können wir hier auch wieder hoch. Gehen wir mal rechts entlang. Weg mit dir. Hier ist zugesperrt. Aber Tante nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Puh, endlich draußen. Ah, der nette junge Mann von neulich. Schön, dich zu sehen. Reisen wir doch ein Stück gemeinsam, wo wir uns nun schon wieder getroffen haben. Gib mir einfach Bescheid, wenn du raus willst. Jederzeit. Du hast die Tante wieder getroffen. Ja, das ist sehr, sehr nützlich für uns. Dann können wir hernach nämlich beim Boss, wenn es hier einen geben sollte, speichern. So, ein Herz für uns. So, hier könnten wir lang. Ich glaube, wir können nur hier lang. Gehen wir mal da lang. Aber da kommen wir auch noch nicht weiter. Den Schlüssel haben wir immer noch nicht. So. Wo waren wir denn noch nicht? Sollen wir mal hier ziehen? Wir ziehen mal hier. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Weil da ist rechts und links abgesperrt. Das könnte irgendwas sein für uns. Hier ist eine Kiste. Und da ist drinnen die Dungeon-Karte. Das ist cool. Dann können wir auch ein bisschen mehr auf der Karte sehen. Dann gehen wir mal da rein, weil ich glaube, ein anderer Weg bleibt uns erstmal nicht. So, so, was bist du? Eieiei. Ach, der ist gepanzert. Dann halt von hinten. War nicht so einfach. Kriegen wir den noch? Ja, da haben wir ihn doch. Und er uns auch. Ganz schön fieses Tierchen. Ja.
Aber jetzt weg mit dir. Okay, wir können sogar den Panzer von dem Ding mitnehmen. Nützt uns aber nichts. Weg damit. So, wo sind wir denn jetzt? Ah. Ja. Okay, da haben wir Knöpfe. Können wir die irgendwie aktivieren oder so? Ah, ich glaube nicht. Aber wir könnten uns den Rubin noch holen. Ah, da waren wir noch schnell genug. Okay, kommen wir da drauf? Nö, klappt leider nicht. Oh. Weg mit dir. Und mit dir auch. War ein bisschen flinker als wir. Ah. Hier ist eine Brücke oder sowas. Mal sehen. Erstmal wieder hoch, weil wir kommen an der Stelle, glaube ich, nicht sehr viel weiter. Die nehmen wir natürlich mit. Hier geht noch ein Gang entlang. Okay. Da war doch irgendein Vieh gerade. Kann es sein, dass wir hier irgendwie die Dinger blockieren müssen? Oder können wir das Wasser irgendwie abstellen? Ah, hier ist auch wieder so ein Stalaktit. Erstmal runter mit dem. War das jetzt alles? Könnte sein. Jetzt könnten wir da eventuell drüber. Es ist doch schon mal ganz nützlich hier. Okay, wir können da lang. Und hier rüber. Aber mehr jetzt auch noch nicht. Oh, ein Rubin. Ist ja auch nochmal ein Stalaktit. Oh ja. Wollen wir doch mal ein bisschen nachhelfen. Ah, und drüber. Ja, da sind wir doch drüben. Und da ist auch schon der kleine Schlüssel. Perfekt. Denke mal, dann können wir jetzt auf jeden Fall durch die Tür, durch die wir am Anfang nicht gekommen sind. Okay, hier kommt. Okay, wir müssen hier oben raus irgendwie. Untenrum kommen wir leider nicht. So. Gehen wir mal den sicheren Weg. Das sollte dann schon einigermaßen passen. Müssen wir noch rausfinden, wo die Tür war mit dem Schlüssel. Da gibt es ja mehrere Türen. Auf jeden Fall war die da oben. Also die war schon mal nicht. Ich glaube, die da drüben war es. Ja, das sieht schon besser aus. So, natürlich ist hier noch so ein Vieh. Freue ich mich ja ganz hervorragend drüber. Die sind ja endlos nervig. Ah. Mit ihrem Panzer. Ah. Und runter damit. Ach, geht nicht mal.
Okay, weiter. Weiter. Okay. Erstmal die Sachen hier looten. 5 Wasserbomben, sind wir wieder aufgefüllt. Okay, dann brauchen wir hier eine Bombe vermutlich. Hier sind sogar 2 Sachen, die wir wegsprengen können. 1-mal und 2-mal. Und was bringt uns dieser hier? Gute Frage, nächste Frage. Aber bei dem da drüben ist mir klar, da kommen wir hier hoch, aber der andere hier? Ich weiß es nicht, vielleicht brauchen wir den noch. Erstmal rüber hier. Ich glaube, hier müssen wir runter. Können wir den Schalter hier ziehen? Okay, da geht schon mal das Tor auf. Hier geht's weiter. Wir können jetzt entweder hier durch oder wir können hier weiter sprengen. Machen wir erstmal auf und schauen da weiter. Was mich noch interessieren würde, ob wir diese Dinger mit der Bombe beseitigen können. Ja, ich glaube, mit der Bombe kriegen wir die weg. Aber ich heb mir jetzt meine Bomben trotzdem mal auf. Am Ende brauchen wir sie und haben keine mehr. Das wäre nicht so cool. Und das sind Vieh. Ja. Komm ruhig her. Oh je. Warte mal. Da, weg mit dir. Ah. Jetzt lachst du nicht mehr. So. Wo müssen wir jetzt hin? Hier ist zu. Doris, wo sind wir jetzt hergekommen? Von oben, glaube ich. Dann gehen wir mal hier unten rein. Weiß jetzt gar nicht. Schauen wir mal. Erstmal die Schätze wieder looten. Okay, hier ist ein riesen Wasserrad. Ich glaube, wir müssen diese Rinne hier irgendwie mit Wasser füllen. Dann kommen wir hier auch weiter. Noch ein kleiner Schlüssel. Warum nicht? Das ist gut. Wir können jetzt entweder hier rein. Ich gehe jetzt mal hier rum. Ne, hier kommen wir nicht mehr rum. Dann müssen wir doch hier rein. Okay, wo geht's denn hier hin? Ich glaube, das ist das Wasserrad. Nein. Genau das wollte ich vermeiden. Oh nein. Weg mit dir. Ja, so geht's natürlich auch. Einfach mal runterwerfen. Da haben wir uns den Ärger erspart. Solange kein Item gehabt hätte, was wir brauchen, ist alles gut. Hey, hier waren wir doch schon, oder? Kann es sein, dass wir gerade einfach nur im Kreis laufen? Ach nee, hier vorne ist die Tür. Aber wir waren hier schon. Moment, ja, wir sind dann da hinten lang gegangen. So, dann schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Erstmal holen wir uns die Rubinchen. Und dann... Ah, hier, okay. Können wir hier rüber?
Schaue ich jetzt trotzdem mal unten nach, ob hier noch was ist. Scheint fast nicht so. Das heißt, wir können eigentlich gleich hoch. Nein, nicht runterspringen. Oh, doch, doch, unsere Biene. Nein, er ist weg. Schade, schade. Habe ich wohl nicht aufgepasst. Ich glaube, wir müssen da hoch. Sind wir schon wieder ein paar von unseren Freunden. Da gibt uns unser Herz zurück. Moment, das ist auf der Karte einfach ein Kreis. Hä? Ah, okay, Ebene für Ebene zeigt es das anscheinend an. Nein, da wollen wir nicht runter. Da geht's ganz schön tief runter. Hier ist eine Kiste. Nochmal Wasserbomben. Okay, also für genügend Wasserbomben haben die anscheinend gesorgt. Da kommen wir hier irgendwie rüber. Was ist hier? Na, können wir das abschießen? Geht nicht. Aber wir können den Schalter aktivieren. Wie kommen wir da rüber? Wieder rüber. Da ist bestimmt ein Herzteil drin oder so. Ich glaube, da kommen wir noch nicht rein. So. Naja, was uns das Wasser gebracht hat, sehen wir wieder im nächsten Teil. Also wieder einschalten. Bis dahin. Ciao, ciao.